ich hatte damals angefangen, wegen meiner Hautkrankheit medizinische Texte zu lesen und war erstmal überrascht, wie viel halt hinter dieser Körperfassade den ganzen Tag für mich getan wird. Und der Darm war innerhalb dieser Überraschung die allergrößte Überraschung. Und ich glaube eben, der mögliche Überraschungseffekt, wenn man denkt, jemand pupst nur, ist eben gewaltig, wenn er noch so wahnsinnig viel mehr für einen tut. Es fing also damit an, dass ich gemerkt habe, okay, medizinische Texte finde ich spannend, der Darm ist irgendwie extrem überraschend. Und dann während meinem Medizinstudium waren es vor allem so Löcher. Also, dass ein Professor mal so den Darm anreißt oder ein bisschen was erzählt wird, dann wurde gesagt, das ist die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Und dann ging es weiter. Ich dachte, was? Nein, das führt es doch weiter aus. Ich will noch ein bisschen mehr wissen. Was bedeutet das denn eigentlich letztendlich? Also das waren eigentlich so diese Löcher, die mich immer neugieriger gemacht haben und wo ich dann dadurch irgendwie zu Hause noch weiterlesen musste. Und ich glaube, der letzte Punkt, den kennen eigentlich einige, das war, als mein Mitbewohner in die Küche kam und mich gefragt hat, Julia, wie geht krank? Du studierst doch Medizin, muss ja wissen, so ungefähr. Und ich hatte eben vorher schon viel über den Darm gelesen, aber da dachte ich, damit muss ich mich jetzt nicht unbedingt beschäftigen. Blumst da raus und fertig. Aber durch die Frage war ich sozusagen gezwungen, ihm das zu beantworten und fand den Mechanismus dahinter irgendwie so nett und doch ausgeklügelt, dass ab dann für mich klar war, also von oben bis unten finde ich dieses Organ sehr, sehr sympathisch. Ich werde das jetzt nicht zu lang ausführen, weil ich glaube, einige kennen das aus dem Slam oder anderswo. Aber um es mal kurz zusammenzufassen, mir war wichtig damals zu erklären, ich bin dann eben zu so einem Science Lab, wo man sein lieblingswissenschaftliches Thema einfach erklärt. Und ich wollte einfach mal erklären, es gibt nicht nur diesen äußeren Schließmuskel, den wir alle kennen, kurz davor ist eben noch ein innerer Schließmuskel. Wenn dann also so Überreste vom Essen da ankommen, macht er reflexartig auf, lässt einen Testhappen durch, dann ist nicht alles auf den Kollegen losgelassen wird. Und in dem Zwischenraum zwischen diesem inneren und dem äußeren Schließmuskel, da sitzen dann viele Sensorzellen. Die analysieren dann genau, was ist hier angeliefert worden, ist es gasförmig oder fest und schicken diese Info ans Gehirn. In dem Moment weiß das Gehirn dann also, was Sache ist und macht, was es eben so als Gehirn macht. Es stellt uns auf die Umwelt ein und sagt dann, du, hier bei der Lesung, wenn du am Rand sitzt, gasförmig vielleicht, aber fest vielleicht später, können wir ein bisschen vertagen. Diese Entscheidung wird dann mit dem äußeren Schließmuskel abgesprochen. Der arbeitet nämlich sehr viel enger mit dem Gehirn und der Außenwelt zusammen. Ich kann es dann zurück wieder schicken in die Warteschleife oder wenn ihr zu Hause seid, ui, Freifahrt. Und das Schöne war eben, es war beim Science Slam natürlich ein netter Inhalt und schön war es auch für mich, dass ich das im Buch noch ein bisschen genauer charakterisieren konnte. Deswegen dazu eine kurze Stelle.